Birgit von Stempelbund. Ja, ich weiß, ihr habt schon alle ganz sehnsüchtig auf mein Video zum neuen Jahreskatalog gewartet. Ich habe auch schon ganz viele schriftliche Anfragen bekommen, ob ich denn auch tatsächlich dieses Mal wieder ein Video für euch drehe. Ja, heute ist es soweit. Ich kann es euch endlich präsentieren. Wir haben leider familiär wieder ganz viele Probleme. Es reißt nicht ab und mir war jetzt erstmal wichtig, dass meine Kunden die Kataloge bekommen. Und das andere ist jetzt alles so ein bisschen schleichend nebenher gegangen. Ich würde euch heute trotzdem ganz gerne meine Vororder zum neuen Jahreskatalog von Stampin' Up! Präsentieren. Ihr seht ihn ja schon, diesmal in einem ganz anderen Design, auch ganz neu konzipiert und aufgebaut. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Er ist ein super Ideenbuch geworden, noch mehr wie die Jahre zuvor. Und würde euch jetzt einfach gerne präsentieren, was ich für mich, für meine Vororder rausgesucht habe. Ich würde starten mit den neuen In-Color-Farben. Dann tue ich unten in die Infobox dann, wenn ihr das überspringen möchtet, aufschreiben, wo dann die Produkte auch starten. Es gibt ja immer nur eine begrenzte Anzahl an Produkten, die wir beim Jahreskatalog vorordern können. Und man sucht sich dann einfach das aus, wo man denkt, das würde zu einem passen oder das würde einem gefallen. Deswegen kann es sein, wenn ihr andere Videos schon anschaut, dass da noch andere Produkte mit dabei sind. Ich habe nicht immer die ganze Bandbreite, das würde auch irgendwo den Rahmen dann ein bisschen sprengen. Genau, aber es hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht, für euch kreativ zu sein. Und würde jetzt einfach, wie gesagt, mit den neuen In-Color-Farben starten. Für alle die, die sich mit Stampin' Up! Noch nicht so gut auskennen. Alle zwei Jahre wechseln diese Farben, diese In-Color-Farben. Das heißt, also eigentlich kommt jedes Jahr eine neue Farbpalette, die dann zwei Jahre gültig ist. So ist es richtig. Es sind immer fünf Farben, die In-Color-Farben. Und dieses Mal mit dem Jahreskatalog kommen eben diese neuen Farben. Fünf Stück fallen jetzt raus mit dem Ausverkauf, der ja aktuell noch läuft. Und wir haben noch fünf Farben, die im Bestand bleiben, zu den anderen Farben, die ja sowieso immer das ganze Jahr über erhältlich sind oder auch über die gesamte Zeit, bis wieder mal ein Wechsel in der Farbpalette stattfindet. Das sind die sogenannten In-Color-Farben und ich stelle sie euch jetzt einfach mal vor. Die Farben im Vergleich, dann was es für Produkte dazu gibt und später dann die weiteren Produkte aus dem Jahreskatalog. Starten möchte ich tatsächlich noch mit einer neuen Basic-Farbe, die noch ergänzend zu den neuen In-Color-Farben dazukommt. Wir haben ja Grundweiß und Vanille pur als Basic-Farbe und dazu gibt es jetzt die neue Farbe Basic Beige. Die erhaltet ihr als Farbkarton in A4 mit, ich glaube, 24 Blatt Inhalt. In groß, also 12 Inch mal 12 Inch gibt es die noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal. Und da gibt es eben auch das passende Stempelkissen dazu. Es gibt den Nachfüller dazu und ein passendes Band. So sieht das Band aus, das ist also auch eine ganz weiche Qualität. Sehr schön und das ist eben alles aufeinander abgestimmt auf diesen beigen Farbkarton. Und damit ihr euch die Farbe ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich sie jetzt mal im Vergleich zu den anderen Farben für euch, also Basic Beige. Dann haben wir Grundweiß, das kennt ihr ja schon, das ist unser ganz normales Weiß. Wir haben das Beige zu Vanille pur, das seht ihr, das ist eher so grau-grün mehr, ne, die Farbe. Vanille pur ist ja eher so eine warme Farbe, ins Gelbliche gehend. Dann haben wir es im Vergleich zu Sahara Sand. Sahara Sand ist eine alte Farbe, die rausgeflogen ist vor gewisser Zeit. Wenn ihr noch alte Restbestände dazu habt, dass ihr mal den Vergleich seht. Also es ist deutlich heller. Aber es hat auch diesen Grünstich so ein bisschen mit drin, wie der Sahara Sand auch hatte. Also das gibt es tatsächlich nicht mehr, Sahara Sand. Das ist ein alter Farbkarton. Aber es gibt auch noch Savanne. Und da seht ihr, dass es deutlich heller ist. Ne? Also zum Vergleich nochmal die Basics, die drei. Basic Beige, Grundweiß und Vanille pur. Das sind so die neuen Grundtöne, mit denen ihr dann auch arbeiten könnt. Und es passt tatsächlich auch zu ganz, ganz vielen Farben, eigentlich zu allen, weil es eben so neutral ist. Und es beißt sich, ich habe keine Farbe gefunden, zu der es sich wirklich richtig beißt. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache und Empfinden, Farben ja sowieso. Und kann ich euch ans Herz legen. Kann man auch wirklich schöne Projekte, auch Ton-in-Ton-Projekte und so mitgestalten. Und ja, es bereichert einfach eure Grundlagen der Farben und der Farbkarton. Jetzt starten wir mit den einzelnen In-Color-Farben.
Ich zeige sie euch mal in der Übersicht. So sehen die neuen Stempelkissen aus. Wir haben hier Petunienpink, Pfirsichcreme, Rosé, Südseesommer und Glücksgrün. Das sind die Stempelkissen, die gibt es so zu kaufen. Einzeln, da gibt es leider keinen Fünferpack. Ihr bekommt dann die passenden Nachfüller dazu, zu diesen Farben. Ihr erhaltet die passenden Bänder. Und das sind die gleichen Bänder, wie ich sie eben bei dem Basic Beige euch gezeigt habe. Die haben also auch diese tolle gestickte Kante und sind ganz weich. Man kann die super binden und die sind eben perfekt abgestimmt auf die Farben, die ihr dann hier neu erwerben könnt. Also diese tollen Bänder gibt es dazu. Dann haben wir selbstverständlich auch wieder unsere Stampin' Write Marker. Damit könnt ihr zum Beispiel in Karten schreiben, ihr könnt damit kolorieren, ihr könnt damit auch Stempel einfärben, denn diese Tinte hier ist auf Wasserbasis und vielleicht wisst ihr es schon, der Stift hat zwei Spitzen, also einmal eine dicke Pinselspitze und auch eine dünne Seite, mit der man dann eben gut schreiben kann oder kleinere Sachen ausmalen kann. Die kommen im Fünferpack, die könnt ihr so im Fünferpack kaufen, die kann man nicht einzeln kaufen, also immer nur im Fünferpack. Das sind die Stampin' Write Marker mit wasserbasierter Tinte. Und dann gibt es auch, ich packe mal die Stempelkissen weg, auch unsere, jetzt wird es ein bisschen laut, unsere Stampin' Blends, die kennt ihr ja vielleicht auch schon. Das sind dann diese einzelnen Farben und da habt ihr immer zwei pro Farbe. Die kommen im Doppelpack, einmal in hell und in dunkel, diesen Farbton. Und dann kann man mit denen wirklich wunderbare Projekte kolorieren, Schattierungen machen, Hintergründe gestalten, ausmalen. Man kann fast alles damit machen. Die sind allerdings auf Alkoholbasis, diese Stifte. Das heißt, ihr könnt damit keine Stempel einfärben. Und ihr braucht, um das ausmalen zu können, eine spezielle Tinte, die Memento-Tinte, die den Rand eben dann begrenzt, damit euch diese Farben nicht verlaufen ineinander. Wenn man das wünscht, also zum Beispiel in einer Blüte drin, ist das super, aber außen zum Rand sollte es begrenzt sein. Und wenn ihr ein Motiv stempelt, dann bitte immer bei den Blends die Memento-Tinte dazu nehmen. Das ist ganz wichtig. Also die kommen auch im Doppelpack zu euch, passend zu den In-Color-Farben könnt ihr die dann wieder passend bestellen. Ist immer schön, wenn man so eine ganze Palette hat. Ich liebe das. Und das ist ja auch das, was Stampin' Up! Ausmacht, dass man alles aufeinander abstimmen kann. Was ihr auch noch mit den Blends machen könnt, das zeige ich euch jetzt anhand von dem Basic Beige Band. Ihr könnt damit auch die Bänder einfärben. Das habe ich euch hier mal gemacht. Man kann also diese Bänder auch bestempeln. Das ist hier gemacht worden mit einem Hintergrundstempel. Oder ihr tut sie dann eben hier einfärben in den verschiedenen Farben und könnt dann zum Beispiel mit diesem Basic Beige Band auch andere Farbtöne da drauf bringen und das dann in dem Sinn verwenden. Oder so ein buntes Band eben auch machen zum Beispiel. Also das auch noch als Hinweis zu den Blends, das könnt ihr dann eben auch machen. Jetzt zeige ich euch die Farben im Einzelnen, bevor ich euch noch die weiteren Produkte zu den In-Colors zeige. Wir starten mal mit dem Südseesommer. Eine tolle Sommerfarbe, macht richtig Spaß und gute Laune, auch auf Meer. Und ja, man kann sich so ein bisschen wegträumen von dem ganzen Alltag. Sonne scheint ja im Moment auch so schön bei uns. Und dann, ja, wie gesagt, ist gut für die Laune, diese Farbe. Ich habe sie euch wieder im Vergleich da. Also, Südseesommer heißt die neue In-Color-Farbe. Jade ist eine Bestandsfarbe, die wir haben. Und da seht ihr, Südseesommer ist etwas dunkler. Es ist auch so ein Blau-Grün-Ton und ja, die ist eigentlich auch schon kräftig, aber im Vergleich zu diesem Südseesommer eben nochmal also schwächer und auch mehr ins Bläuliche gehend. Dann haben wir dazu im Vergleich Aquamarin. Aquamarin ist viel, viel heller. Ich überlappe es mal mit dem Jade und dann seht ihr, dass das auch wirklich viel, viel heller ist. Das ist also ein ganz zartes Blau und das ist wirklich, da kommt dieses Grün im Vergleich zu dem Aquamarin, kommt dann viel mehr raus. Und wir haben auch noch das Lagunenblau. Und Lagunenblau ist eben komplett anders, würde ich sagen. Auch ein grünlicher Ton, aber mehr schon fast ins Graue gehen dann im Vergleich zu diesem Südseesommer. Also das ist eine ja, sehr kräftige Farbe, aber nicht zu überladen, möchte ich mal sagen. Ist nicht zu krass vom Farbton her. Ich zeige es euch nochmal im Vergleich.
Also, Südseesommer, Jade, Aquamarin und Lagunenblau. Da habt ihr so die Abstufung. Würde natürlich miteinander super auch kombinieren. Und tatsächlich, die Incolor-Farben passen auch gut zueinander. Also wir haben ja auch schon Farben gehabt, wo die Incolor nicht so untereinander gut gepasst haben. Die, finde ich, passen jetzt wieder super zueinander. Das Südsee-Sommer. Den Farbkarton gibt es in A4, in 24-Pack. Und es gibt einen Sammelpack, wo alle Farben drin sind, alle Incolor-Farben in A4. Und es gibt auch einen großen 12x12 mit den Incolor-Farben. Da sind dann 20 Blatt drin. Das gibt es eben auch. So, dann tun wir das beiseite. Und es kommt das Glücksgrün. Da habe ich ganz am Anfang, wo ich die Farbe gesehen habe, sage ich, die hatten wir schon mal. Aber wie das immer so ist, es ist nie immer hundertprozentig die gleiche Farbe. Und so ging es mir jetzt dann auch, wo ich den Vergleich rausgesucht habe und habe dann festgestellt, nee, ist doch wieder etwas anders von der Schattierung her. Also dieses Glücksgrün, ja, ein kräftiges, ja, man würde fast sagen Grasgrün vielleicht. Sieht man jetzt auch ganz viel in der Mode. Ich habe tatsächlich auch eine Bluse mir vor längerer Zeit gekauft, die hat genau diesen Farbton. Ist ganz lustig. Damals, wo das Blutorange dann auch neu rauskam, da hat mein Mann dann sich ein Auto gekauft, das hatte dann auch diesen blutorangen Farbton. Also ja, es begegnet einem ja diese Farben auch immer wieder im Alltag und das macht es ja auch so spannend. Man findet immer Sachen, die man damit einpacken kann und dann kommt in der Werbung diese Farbe wieder auf und ja, es begegnet einem und man denkt eben auch in diesen Farben, ach hier Glücksgrün oder ach hier Petunienpink oder hier kommt ein Marineblau. Ja, also ist ganz lustig, wenn man sich damit beschäftigt und ja, sowieso beruflich, dann denkt man tatsächlich so und es geht vielen Kolleginnen auch so. Weiter zu den Farben. Glücksgrün im Vergleich zu Tannengrün, das ist ein viel dunklerer Ton natürlich. Wir haben auch nicht wirklich diese Farben so in diesen, ja, es ist ja auch mehr so ein bläulich-grüner Ton fast, haben wir nicht viel. Wir haben dann hier noch Waldmoos, auch nochmal komplett anders, wie ihr seht. Und dann habe ich mal rausgesucht, das alte, das gibt es nicht mehr, das alte Kleegrün. Kleegrün im Vergleich zu Glücksgrün, aber es ist nicht dasselbe, ne? Seht ihr wieder hier? Die Farben sind wieder komplett anders. Und dann gab es auch mal ein Grasgrün, das ist auch alt, das ist es auch nicht. Also man täuscht sich dann manchmal doch. Auch Aventurin, vielleicht habt ihr das noch im Kopf, das ist es auch nicht. Also ja, man tut sich da immer so ein bisschen vertun mit den Farben, mit den Farbschattierungen. Das Glücksgrün, wie gesagt, jetzt eine aktuelle Farbe. Und ich habe es nochmal in den aktuellen Vergleichen. Die Farben, die aktuell sind, zeige ich euch nochmal. Glücksgrün, Tannengrün, Waldmoos, also komplett unterschiedlich. Dann haben wir das. Jetzt kommt ja eine fast stempelbunt-pinke Farbe, aber ist es auch nicht. Petunienpink, ein sehr schöner Farbton, auch wieder ein kühlerer Ton, also mehr so ins Bläuliche gehend, sehr kräftig und trotzdem nicht zu dominant. Und dann habe ich das euch im Vergleich mit der Heideblüte, die ja auch eher kühler ist, seht ihr, also auch schon ein großer Unterschied. Dann haben wir die Wassermelone, die geht dann aber mehr ins Rote, wie ihr seht. Und wir haben die Sommerbeere, die passt super dazu, aber viel, viel dunkler. Aber eine super Kombi, Petunienpink und Sommerbeere. Und dann habe ich euch nochmal das alte Bonbonrosa rausgesucht, das ist es also auch nicht. Auch wieder ein komplett neuer Farbton, vielleicht schon mal da gewesen in ähnlicher Form vor vielen, vielen Jahren, das weiß ich nicht. Ich habe ja auch nicht alle Farben da, aber hier nochmal im aktuellen Vergleich die Farben, die jetzt noch da sind. Dann zeige ich euch nochmal, also die neue Farbe Petunien, Pink, Heideblüte, Wassermelone und Sommerbeere. Das ist so diese, ja, lila-Rottöne. Genau. Und wie gesagt, das Heideblüte und also die drei, die harmonieren super miteinander. Da könnt ihr euch dann diese Sammlung noch ergänzen oder abstufen dann. Genau, Petunienpink. Dann kommt ein Rosé. Auch da, Rosé-Töne haben wir gar nicht so viele. Habe ich dann im Vergleich mit Babyrosa für euch.
Und ihr seht ihr, das ist eher so ein gelblicher Farbton, während Babyrosa jetzt der kühlere Farbton ist. Das ist also mehr so ins gelblich gehende. Fast so ein Schweinchenrosa möchte ich es mal bezeichnen. Und da habe ich dann noch den Vergleich zum Blütenrosa. Der ist ja komplett nochmal anders, also viel gelber, auch fast schon ins Pfirsichfarben gehende dann im Vergleich zu diesem Rosa. Und habe euch dann im Vergleich nochmal die alte Kirschblüte rausgesucht, die ich noch habe. Auch den Farbton, das erfasst jetzt die Kamera leider nicht so hundertprozentig. Mal sehen, ob es so besser geht. Aber da seht ihr auch, dass da auch ein Unterschied stattfindet. Es täuscht jetzt ein bisschen. Er sieht jetzt hier in der Kamera nicht ganz so krass aus, wie er im Live-Bild dann ist. Aber ihr seht, der Farbton ist ein anderer. Und Kirschblüte gibt es ja auch gar nicht mehr. Also die drei Rosetöne, die wir jetzt dann haben. Rosé, Babyrosa und Blütenrosa. Und dann kommt zum Schluss noch die Pfirsichcreme. Auch eine sehr schöne Farbe. Auch da war wieder Gedanke da, den hatten wir doch schon mal. Aber auch da täuscht man sich wieder. Ich habe es euch jetzt mal im Vergleich zu Kürbisgelb, das ist ja eine aktuelle Farbe, die wir haben. Also die ist viel, viel dunkler und auch mehr orange und das geht wirklich so in Pfirsichfarben, Pfirsichfarbton. Und habe es euch dann mal mit der alten Farbe Mangogelb nochmal zum Vergleich. Also auch das passt nicht. Und ich habe noch den Papaya-Farbton, da haben vielleicht viele an euch dran gedacht, aber ihr seht, Papaya war viel blasser und auch kühler vom Farbton her. Also die Pfirsichcreme ist mehr so ein gelblicher Ton und das alte Papaya, was es ja auch nicht mehr gibt, das ist etwas kühler und auch blasser. Ja, das ist Pfirsichcreme. Da gibt es leider gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, weil wir diesen Farbton nicht wirklich in unserer Farbpalette dann so parat haben. Das waren die Farben und jetzt zeige ich euch mal noch weitere Produkte, die es gibt. Und zwar bekommt ihr Designerpapier. In Color, da sind 40 Blatt drin. Ihr seht, ich habe schon fleißig mitgearbeitet, aber ich habe euch hier mal eine Übersicht gemacht. Also 6 Inch mal 6 Inch, 15,2 mal 15,2 und auch die verschiedenen Muster, die es dann gibt. Da haben wir diese Streifen und die Punkte und dann eben hier diese Blätter und Blüten und dann dieses Rautenmuster. Und so sehen die Farben dann in den Designpapieren aus. Und ich finde, die sind schön aufeinander abgestimmt. Das passt also auch wunderbar zueinander. Und auch, ich finde auch die Muster wirklich schön. Kann man ganz viel mitmachen. Das könnt ihr passend dazu ordern. Dann gibt es noch Glitzersteinchen. Die sehen so aus. Da sind drin 150 Stück sanft schimmernde Schmucksteine in Color 24-26. Hier oben hat sich noch Petunien Pink versteckt. Also ihr habt dann alle Farben in diesen Glitzertönen mit drauf. Gibt es aber auch, es gehört allerdings zu einer anderen Produktreihenkollektion, aber das zeige ich euch trotzdem, es gibt auch diese matten Steinchen in Incolor. Gibt es auch. Also die sind eher matt und die glänzen halt eben so ein bisschen, haben so ein bisschen Struktur. Und was es auch noch gibt, das zeige ich euch nachher in aller Ausführlichkeit nochmal, es gibt auch mit den In-Color-Farben Glitzerpapier. Das ist schon mal so die Übersicht. Da habt ihr auch alle 5 Farben als Glitzerpapier, könnt ihr auch kaufen. Wo ich euch noch darauf hinweisen möchte, wenn ihr euch die Blends kauft, dann könnt ihr zum Beispiel auch den Basic Strassschmuck einfach in diesen Farben einfärben mit den Stamping Blends. Mit den Stamping Right Markern geht es nicht. Könnt euch dann dementsprechend die Steinchen einfärben, passend zu euren Projekten. Geht auch mit Perlen. Oder zum Beispiel auch diese selbstklebenden, schimmernden Pailletten aus dem Online-Exklusivangebot. Diese beiden Farben hier, die passen auch perfekt dazu. Das gehört eigentlich nicht zum In-Color-Projekt oder zu dieser Produktpalette, aber diese beiden Farben, Petunien Pink und Pfirsichcreme, die passen perfekt da dazu. Nur so als Hinweis, wenn ihr euch die sichern wollt. Die sind ja in den Online-Exklusivangeboten. Ja, das war es soweit zu den In-Color-Farben, zu den neuen Farben. Und jetzt mache ich einen Cut mit noch einem kleinen Beispiel. Das war mein Katalogbeileger, wo dann nochmal die ganzen Farben nochmal zu sehen waren. Auch hier seht ihr zum Beispiel das Basic Beige hinten abgestempelt. Also das ist wirklich ganz zart und dezent und es harmoniert wirklich mit allen Farben perfekt. Nur als Hinweis nochmal zu der ersten Farbe Basic Beige. Und dann kommen wir jetzt zu den neuen Katalogprodukten.
Ich gehe jetzt der Reihenfolge im Katalog vor. Das heißt, wenn ihr den Katalog schon zu Hause habt, dann könnt ihr einfach die Seiten mitblättern und euch angucken, was ich euch da so vorstelle. Wenn ihr noch keinen Katalog habt, könnt ihr euch selbstverständlich gerne bei mir melden und euch diesen Katalog zusenden lassen, kostenlos von mir. Würde mich freuen, dann von euch zu hören. Wir starten auf der Seite 37 mit der Produktreihenkollektion Auf in die Höhe. Das sieht so aus. Ein tolles Set, was bei Onstage auch ganz große Begeisterung erfahren hat. Und die Kollegin, die das vorgestellt hat, die hatte wirklich ganz süße Beispiele da auch konzipiert, hat sich ganz toll damit beschäftigt und hat das ganz toll umgesetzt. Ihr seht, es hat das Thema Luftfahrt, die Flugzeuge, die Doppeldecker und Wolken in die Höhe gehen. Auch die Sprüche passen da auch prima dazu. Alles Liebe, Papa, du Überflieger, danke, du gibst mir Auftrieb. Jetzt startest du durch, ich wünsche dir Höhenflüge und einen schönen Geburtstag. Ihr habt eben jetzt die Doppeldecker in drei verschiedenen Größen und auch verschiedenen Ausrichtungen. Ihr habt die Wolken als Motiv und ihr habt dann hier nochmal so einen Hintergrundstempel. Wie so genietetes Blech sieht es fast auch aus. Es könnte auch eine Karte, Kataster sein. Also ja, kann man wieder vielfältig einsetzen. Es ist aber immer auch schön, wenn man diese Hintergründe damit gestalten kann. Es sind 13 Gummistempel. Und ihr habt die passenden Stanzformen dazu. Das Ganze kommt wieder als Produktpaket mit 10% Rabatt. Ihr könnt es aber auch selbstverständlich wieder einzeln ordern. Und damit ihr die einzelnen Stanzen wieder gut sehen könnt, habe ich euch das wieder ausgestanzt. Ihr seht also hier die Stempelmotive der drei Doppeldecker. Dann haben wir hier die Stanzformen, mit denen ihr ein 3D-Flugzeug gestalten könnt, also nochmal eine andere Form. Da ist kein Stempelmotiv dann dabei. Ihr habt hier den Propeller und den Flugzeugkörper und dann eben hier die Flügel, das Tragwerk und die Reifen. Und dann könnt ihr eben hier da auch eine größere Maschine mit konzipieren. Das hier hinten zum Beispiel, das ist für ein Banner gedacht, was das Flugzeug hinter sich herzieht. Das ist also der Träger für ein Banner, beziehungsweise das befestigt man dann hinten am Flugzeug und dann zieht es diesen Banner zum Beispiel mit dem Spruch schönen Geburtstag hinterher. Hier seht ihr auch nochmal die Wolkenstanzen, die kann man dann also einzeln verwenden, ohne Stempelabdruck oder auch mit Stempelabdruck. Und hier ist noch eine Stanzform, die zum Beispiel dann das Banner bilden könnte. Könnt ihr aber auch jeden anderen Spruch oder einfach nur so auf die Karte mit draufbringen. Auch als Richtungspfeil könnte man es verwenden. Also vielfältig wieder gemacht. Dazu passend gibt es ein Designerpapier, auch ganz toll, in großen Bögen, also 12 Inch mal 12 Inch. Das heißt auch Auf in die Höhe und das hat die Farben Boho Blau, Kupferbraun, Waldmoos, Marineblau und Schiefergrau. Das sind 12 Bögen, also jeweils 2 Bögen pro Motiv. Und dann habt ihr als allererstes so einen Sammelbogen, wo verschiedene Sachen dann aufgedruckt sind. So Text, die man dann verwenden kann. Kann man entweder an ein Geschenk dran machen oder auf die Karte mit draufpacken. Und ihr könnt damit Karten gestalten oder Geschenke gestalten. Die braucht ihr dann einfach nur ausschneiden, der Linie lang. Und dann habt ihr da auch schon tolle Vorlagen. Also pro Motiv 2 Bögen wieder. Rückseite sieht so aus. Der Flugverkehr über der Landkarte, über dem Meer, über der Welt. Und dann haben wir dieses hier, ganz viele verschiedene Flugzeuge hinten drauf kariert. Wir haben dieses Motiv, das hat mich sehr erinnert an unsere Reihe mit dem Kompass damals. Da gab es ein ähnliches Papier. Da gibt es aber auch zum Beispiel hier ein Schiff mit drauf. Dann haben wir Blau-Karo, das ist auch ein super Muster. Dann das Ganze in Grün und hier hinten drauf so ein verschachteltes Muster. Die tollen Wolken und ein graues Karo und dann nochmal diesen wirklich süßen Bogen und hinten drauf dann nochmal diese Höhenkarten. Also ein wirklich schönes Papier, was man nicht nur für diese Flugreihe jetzt verwenden könnte, wie ich finde, auch immer sehr schön, wenn man sagen kann, ich kann das auch für andere Männerkarten oder für andere Projekte mitverwenden. Die Farben, würde ich sagen, sind schon eher männlich, was aber nicht heißt, dass man nicht einer Frau auch diese tollen Sachen gestalten kann. Ich habe auch im Bekanntenkreis auch Frauen, die fliegen, also von daher alles gut, für die wäre das natürlich auch super geeignet. Das ist das Designerpapier passend dazu. Und dann gibt es noch diese kleinen Metallaccessoires, gut verschraubt nennen die sich. Da
Da kommen dann 40 Stück. So sehen die aus. Ihr habt also jetzt hier eine Seite, die sind so geriffelt und ihr habt eine Seite, die ist glatt. Und damit kann man dann Projekte dekorieren, Karten dekorieren und das Ganze noch ein bisschen verschönern. Und die sind auch recht schwer, heben aber trotzdem gut mit unseren Mini-Klebepunkten, halten die gut fest. Man könnte sie jetzt auch einfärben in andere Farben, wenn man das zum Beispiel möchte. Oder man macht so eine Reihe oder so ein Element, wo man die aneinander klebt. Also da könnt ihr euch wieder ausprobieren mit. Wie gesagt, 40 Stück in dieser Schachtel mit drin. Kommt in dieser ganzen Produktreihen-Kollektion. Wenn ihr diese Nummer angebt, die Bestellnummer, dann kommen eben alle Produkte. Und wenn ihr nur die einzelnen Produkte haben wollt, könnt ihr die selbstverständlich auch bestellen. Dann zeige ich euch zwei Beispiele. Das erste ist dieses hier. Da habe ich jetzt eine Karte gemacht, wo ich die kleinen Doppeldecker hier aufgebracht habe, gestempelt und ausgestanzt. Da seht ihr das dann auch nochmal, wie das aussieht. Ich habe hinten die Hintergründe dementsprechend gewählt und die Farben aufeinander abgestimmt. Und ja, das Ganze hier auch noch 3D geklebt. Den Spruch, danke, du gibst mir Auftrieb. Das ist das erste Beispiel. Und das zweite Beispiel ist diese Karte. Und die macht wirklich auch gute Laune, wie ich finde. Und da kommt auch dieses Wolkenpapier wirklich super zur Geltung. Und da seht ihr eben jetzt hier dieses zusammengesetzte Flugzeug, was ich euch vorhin als Stanzform gezeigt habe. Damit kann man dann dieses schöne Flugzeug gestalten. Das könnte man jetzt auch mit Metallic hier noch machen. Also ganz viele Beispiele, ne? Oder Möglichkeiten, wie man das Ganze dann umsetzen kann. Könnt ihr das Ganze als Zielkarte machen. Ihr seid ja da auch wirklich auch schon viele, viele Profis, die dann das umsetzen und Ideen dazu haben. Die Sprüche, schönen Geburtstag und du Überflieger, da habe ich jetzt die Stanzform verwendet, einmal etwas kürzer gemacht, das geht selbstverständlich auch. Und fertig ist diese, ja, wie ich finde, wirklich auch schöne Karte. Das war die Produktreihenkollektion auf in die Höhe auf der Seite 37. Wir gehen weiter zur nächsten Produktreihenkollektion auf die Seite 47 und die nennt sich, ich muss immer noch ein bisschen spicken, aufmerksam durch die Natur. Auch wieder eine Produktreihenkollektion. Die sieht so aus. Aufmerksame Grüße ist das Stempelset und die passenden Stanzformen dazu. Auch wieder Gummistempel und ihr habt hier drei Pflanzstempel, einen Hintergrundstempel und Sprüche. Und zwar einmal den Herzensmensch. Ich denke oft und gern an dich. Ich schätze dich sehr. Mit dir ist so vieles schöner. Danke und du fehlst mir. Und dazu gibt es wieder passende Stanzformen, die entweder wieder die Stempelmotive ausschanzen, wie das ja immer so ist bei Stampin' Up, oder eigenständig ergänzen. Das Ganze wieder als Produktpaket mit 10% Rabatt. Und auch hier habe ich die Stanzen für euch vorbereitet. So sehen die Stanzen aus, wenn sie die Stempelmotive ausschneiden. Also das sind diese hier, einmal die und einmal die. Dafür gibt es keine gesonderte Stanze. Aber es gibt eben diese ergänzenden Stanzen, die Blätter in verschiedenen Formen. Dann haben wir hier nochmal eine Blüte, die dann eben hier auch wieder zu korrespondiert. Oh, das blendet ein bisschen, Entschuldigung. Hier unten, diese Mohnblüten möchte ich fast sagen. Das ist dann hier nochmal auch eine Einzelstanze. Und wir haben hier hinten dann noch zart filigrane Elemente. Das finde ich auch hier besonders schön, dieses Motiv. Und dann könnt ihr eben die Stempelmotive und die Stanzformen miteinander ergänzen. Und dazu passend gibt es ein Designerpapier. Moment, ich hole es euch mal her. Es ist also auch ein dicker Pack. Kommen 48 Blatt, nennt sich Aufmerksam durch die Natur und hat die Farben Brombeermus, Boho-Blau, Terrakotta, Calypso, Lagunenblau, Abendblau, Waldmoos, Pfirsichcreme, Petunienpink, Aquamarin, Pfauengrün und Wilder Weizen. Also ihr seht ganz viele Farben und wenn ihr schon ein paar Farben von Stampin' Up! Habt, ist das ein Papier, womit ihr ganz viel anfangen könnt. Ihr habt dann, wie gesagt, diese 48 Bögen und 12 Motive, jeweils 4 Blatt. Und die zeige ich euch jetzt. Also einmal diese Disteln. Hinten drauf dieser Farbverlauf. Dann dieses hier. Auch wieder ein Farbverlauf. Kommen sie auch nochmal. Mit anderen Kombis hinten drauf. Dann dieses Motiv.
alleine die Motive vom Designerpapier, da braucht man es eigentlich auch gar nicht viel machen. Hier könnte man zum Beispiel noch ein Segelboot mit reinsetzen, dann hätte man schon eine Kartenfront, einen Spruch noch dazu, fertig wär's. Oder man lässt ein paar Wildgänse fliegen. Die sind so schön gemacht, hier wieder die Motive, dass es wirklich nicht viel braucht. Dazu ist mir spontan jetzt eine Weihnachtskarte, eine Winterkarte eingefallen, vielleicht wegen diesen kühlen Tönen, ich weiß es nicht. Und hier hinten auch, finde ich auch, ist es so wie Frost eigentlich. Aber man könnte es natürlich auch unter der Zeit verwenden. Dann hier auch nochmal so geeist eher, ne, das Ganze. Dann die Kombi. Dann dieses hier, fast wie ein Sonnenuntergang. Das sieht fast aus wie so eine Unterwasserwelt. Könnte man jetzt auch Fische zum Beispiel draufsetzen. Alles nur so spontane Ideen. Dieses hier. Dieses. Also ihr seht, ganz schön vielfältig das Ganze, auch von den Farben her. Und dann zum Schluss dieses hier noch. Das wäre zum Beispiel ein super Motiv für jemanden, der gerne wandert, finde ich. Und hier hinten nochmal. Ja, das ist das tolle Designerpapier. Das ist passend dazu. Und das kann man dann eben mit den Stanzformen auch wieder noch ergänzen oder mit den Sprüchen. Dann gibt es noch Perlen. Die sehen so aus. In drei Farben. Auch abgestimmt auf das Designerpapier. Die sind etwas größer und rund und glänzend. Da sind dann drin im Pack, Moment, ich muss spicken, 120 Stück. Und es gibt ein tolles, besonderes Designerpapier. Das ist dieses hier. Das nennt sich besonderes Designerpapier Naturdesign. Und da habt ihr hier so einen Farbfall, also vier Bögen sind das. Und die haben einen Farbverlauf. Und dann seht ihr diesen Silberdruck hier noch drauf. Und das macht also ganz viel Spaß. Ihr habt dann auch verschiedene Töne. Es ist drin Terrakotta, Calypso, Lagunenblau, Abendblau, Waldmoos, Petunien, Pink, Pfauengrün und Wilder Weizen. Aber das sind eben diese Verläufe. Also ihr habt jetzt nicht von jeder Farbe einen Bogen. Nicht, dass ihr denkt, da kommen so viele Bögen. Es sind wirklich nur diese vier Bögen, die da rauskommen. Ne, fünf sind es, Entschuldigung, fünf. Aber in diesen fünf Bögen sind diese vielen Farben enthalten. Zeige ich euch jetzt noch mal hinten drauf, ist übrigens weiß. Und das ist jetzt hier zum Beispiel mit dem Pfauengrün oder Lagunenblau. Das ist dann mehr so Terrakotta, würde ich sagen, und Calypso. Also ein wunderschönes Papier, ist aber relativ dünn, also super als Aufleger geeignet, aber zum Beispiel, um jetzt Tüten oder sowas Festes mitzumachen, ist es nicht so gut geeignet. Dafür ist es zu dünn. Und dann habt ihr noch mal den Farbverlauf, hier habe ich schon ein bisschen abgeschnitten, schon verwendet. Genau, also dieses tolle Designpapier. Wenn ihr die Kollektion kauft, auch wieder mit dabei, mit allen anderen Produkten. Ansonsten könnt ihr selbstverständlich, wie immer, alles auch einzeln kaufen. Dann packen wir das mal weg und ich zeige euch noch zwei Beispiele. Zum einen habe ich hier eine Karte gemacht. Hier habe ich jetzt Designpapier verwendet, ein Stückchen, und habe hier Stanzformen mit draufgepackt, den Spruch Danke und die Perlen. Und damit habe ich eine kleine Karte fertig gehabt. Hier habe ich mit der Naturkordel noch einen kleinen Akzent unten gesetzt. Und ihr seht, es braucht gar nicht viel, um wirklich ganz schnell eine Karte zu konzipieren. Man könnte jetzt natürlich auch das hier weglassen und könnte einfach nur mit diesem Hintergrund oder mit diesem Designpapier arbeiten. Das würde auch funktionieren. Und das andere, die andere Idee, die ich hatte, da wollte ich unbedingt diesen tollen Aufleger verwenden. Hier seht ihr dieses Papier, was ich euch eben gezeigt habe. Es gibt eben diesen schönen Schimmereffekt und hier habe ich eben diese Stanzform sozusagen 3D in sich selbst nochmal geklebt. Dann nochmal den Spruch Denk an dich und die Perlen noch mit aufgesetzt. Und ja, auch das eine wirklich schöne Idee, wie ich finde. Und diese Stanzform hier, die macht besonders viel Spaß. Aber auch das Designerpapier, weil man ganz schnell wirklich auch viele Karten zum Beispiel gestalten kann, indem man eben diese Designerpapiere runterschneidet. Übrigens, wenn ihr so ein Designerpapier habt und schneidet es als Aufleger für eine Karte zurecht, dann bleibt auch immer ein Streifen übrig, der sich super als Lesezeichen eignet. Das könntet ihr dann zum Beispiel der Karte auch beilegen und so zum Beispiel für den Geburtstag ganz viele Karten machen und die dann unter dem Jahr an die Leute schicken. Und wie gesagt, diesen Streifen nicht wegtun oder so, es wäre schade drum, man kann da immer noch ein Lesezeichen draus machen. Genau. Das war die Produktreihe Aufmerksam durch die Natur, Seite 47. Dann geht es weiter zur Produktreihenkollektion Landhausglück, nennt sich die.
fängt an auf der Seite 49 und da ist in dieser Kollektion sind ganz viele Produkte drin und ich starte einfach mal mit dem ersten Produktpaket. Das nennt sich Glücksblumen. So sehen sie aus. Das konnten wir uns auch schon im Vorfeld bei Onstage aussuchen zu unserem Bastelabend. Ich hatte ein anderes Set gewählt, das zeige ich euch auch gleich, aber das war auch eins davon, was man wählen konnte. Die Glücksblumen haben eben 13 Stempel. Ihr habt hier diese Motive mit der Vase, der oder Kanne, Krug, wie auch immer, dann hier diese Kanne. Eine Teekanne oder Kaffeekanne oder auch eine Vase in Kannenform. Und ihr habt dann verschiedene Blüten bzw. Blätterstrukturen. Ihr habt einen Hintergrundstempel und ihr habt Sprüche. Danke für die tolle Zeit. Flower Market, du, ich, einfach toll, Glück ist und durch die Blume gesagt. Hier habt ihr noch so einen kleinen Hocker. Und dazu gibt es passende Stanzformen wieder, die dann wieder die Stempelmotive ausstanzen bzw. auch eigenständige Stanzen haben. Noch ein Hinweis für alle, die Stampin' Up! Noch nicht so gut kennen, um diese Stanzen nutzen zu können, braucht ihr eine Stanz- und Prägemaschine. Die könnt ihr auch bei uns erwerben oder ihr guckt im Internet, gibt es auch verschiedene Hersteller. Gibt bei uns auch eine kleine Stanze zum Beispiel für den Beginn. Da passen dann aber nicht unbedingt alle Stanzen rein. Stanzmaschine, habe ich jetzt Stanze gesagt. Also eine kleine Stanzmaschine gibt es auch. Da muss man aber da gucken von der Breite, weil da nicht alle Stanzen reinpassen. Nur so als Hinweis neben. Also man kann die nicht eigenständig nehmen wie so eine Handstanze, sondern man braucht auf jeden Fall eine Stanz- und Prägemaschine. Das ist das Produktpaket Glücksblumen. Da habe ich jetzt hier auch nochmal für euch die Stanzen ausgestanzt. Da seht ihr eben hier einen Topf und einen Krug wieder oder diese Vase eben auch hier. Sowas in der Art. Dann haben wir hier die Blattstruktur. Wir haben hier eine Teekanne oder eine Kaffeekanne. Wir haben hier das Blumenarrangement, den Hocker. Und hinten drauf dann hier nochmal die anderen Blumen. Und das sind die einzelnen Blätter und Blütenstrukturen, die ihr so rausbekommt mit den Stanzen. Das ist das eine Produktpaket. Es gibt aber noch ein zweites, was man miteinander ergänzen kann, aber auch völlig selbstständig verwenden kann. Das Set Vogelhäuschen. So sieht es aus. Und da habt ihr auch wieder 13 Stempel und passende Stanzformen. Die Stempel habt ihr hier einmal das große Vogelhaus, den Vogel, den Hintergrund, ein Bordürenstempel bzw. zwei Bordürenstempel, noch einen Hintergrundstempel, Blüten und die Sprüche. Ich wünsche dir den besten Tag aller Zeiten, Geburtstagsgruß. Und zum Einzug passt natürlich auch super gut. Und das sind die Stanzformen, die dann wieder ergänzen bzw. eigenständig auch ein Vogelhäuschen bilden. Und das zeige ich euch hier. Das seht ihr hier. Ihr habt also hier diese Grundbasis. Die kann entweder dann den Stempel hier ausstanzen oder ihr nehmt es als Basis, um dieses Häuschen dann aufzubauen. Das hier ist ein Brett, was man davor setzen kann, zum Beispiel auch 3D. Das ist der Ständer für das Vogelhäuschen. Könnte man rein theoretisch auch umgedreht verwenden, also dass das so steht, unten dann die Beine. Das kann man sich aussuchen, wie es einem gefällt. Dann habt ihr hier den Vogel. Ihr habt eine Kreisstanze, die dann auch zum Beispiel hier dieses Loch ausstanzt. Und ihr habt hier nochmal eine kleinere, um hier diese Sitzstange zu konzipieren, wo der Vogel drauf sitzen kann. Und hier hinten nochmal hier die Stempelabdrücke, die ausgestanzt werden. Ihr habt eine Schleife und eigenständige Blüten und Blätter, die man verwenden kann dann. So sehen die Stanzformen aus. Dazu ergänzend zu diesen Produktpaketen, die wie gesagt mit 10% Rabatt jeweils zu bestellen sind oder in dieser ganzen Kollektion drin, gibt es Designerpapier. Zwei Stück, abgestimmt eben auf diese Kollektion. Und da haben wir zum einen das Landhaus Glück, 12 Inch mal 12 Inch. Auch wieder 12 Bögen, 6 Motive, jeweils 2 Bögen. Und das sind alles so Holz- und ja, Holzstrukturen, würde ich einfach mal sagen. Genau, ganz unterschiedlichen Farbkombinationen für dieses Vogelhäuschen zum Beispiel. Kann man aber auch selbstverständlich für jedes andere Projekt verwenden. Und ich finde Holzpapier immer super. Da bin ich immer froh, wenn wir sowas wieder ins Angebot kriegen. Das hüte ich auch, wenn es dann wirklich noch so ein Rest übrig bleibt. Das hüte ich wie so ein Schatz. Kann man immer wieder super verwenden. Passt immer ganz zu ganz, ganz vielen Projekten.
Und wie gesagt, auch in unterschiedlichsten Strukturen und Farben. Das ist das Designpapier Landhaus Glück mit den Farben Beige, Anthrazit, Grau, Savanne, Espresso, Granit, Abendblau, Pekannuss, Blütenrosa, Aquamarin, Schiefer, Grau und wilder Weizen. Einmal. Packen wir mal weg. Und noch ein zweites ergänzendes Designerpapier. Das Designerpapier Landhausspitze. Das hat die Farben Basic Beige, Abendblau, Blütenrosa und Schiefergrau. Und auch hier wieder 12x12, 12 Bögen, 6 Motive. Ich fange an mit diesem hier. Hinten fast wie so ein Jeansstoff. Dann haben wir dieses Muster mit Grau. Dann in Blau. Hier. Also auch ganz zart gemustert. Dieses. Blütenrosa dann nochmal. Und die letzte Seite sieht so aus. Mit diesem Musterverlauf. Also zwei Packen Designpapier. Vielfältig verwendbar. Gerade dieses Holzpapier auch wirklich für viele Projekte super geeignet. Und dazu ergänzend gibt es Perlen in Grau. So sehen sie aus. 160 Stück. Perlen in Anthrazitgrau und Schiefergrau heißen sie. Verschiedene Größen und Farben. Dann gibt es passende Bänder. Das ist ein Doppelpack. Einmal so ein bisschen schimmernd auch. In Blütenrosa. Hat eine bisschen andere Struktur wie das andere Band, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und das gleiche dann nochmal in Weiß, das habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Auch wieder super geeignet, um sie zu kolorieren oder zu bestempeln. Also weißes Band kann man ja auch immer brauchen. Und dieses Blütenrosa eben passend zu diesem tollen Designerpapier. Das ist der Doppelpack. Und wir haben einen Prägefolder. 3D-Prägeform Lochstickerei heißt sie. Und ab oder ab. Einmal geprägt sieht das Ganze dann so aus. Ich komme mal ein bisschen näher. Auf der Seite so erhaben und auf der Rückseite dann so ein bisschen eingedrückt. Ne? Das ist ja dann immer dieser Effekt von diesen Prägefoldern und der harmoniert halt super zu diesem Spitzen. Design von dem Designerpapier. Man kann es aber auch super eigenständig verwenden. Man kann es einfärben. Ein Hinweis, es ist eine 3D-Prägeform. Das heißt, wenn ihr unsere Stanz- und Prägemaschine verwendet, müsst ihr die graue Platte, die dunkelgraue Platte dazu nehmen, weil das extra dick ist und sonst nicht funktioniert. Nur als Hinweis noch nebenbei. Und dann habe ich auch noch zwei Beispiele für euch. Das eine habt ihr vielleicht schon gesehen. Das hatte ich nämlich auf Instagram schon präsentiert zum Insta-Hop von unserem Team Stempelbund hatten wir eine Sketch-Vorlage und da habe ich mich an dieser Sketch-Vorlage orientiert und habe gedacht, ach, dann mache ich doch gleich mal diese schöne Karte mit den tollen neuen Produkten. Und da seht ihr dann eben auch, wie das jetzt zusammen auch gut harmoniert. Hier habt ihr dieses besondere Designerpapier, ihr habt hier die In-Color Glitzersteinchen. Hier das Ganze ist koloriert mit den Blends. Dann habe ich hier zum Beispiel den Bottich, den habe ich geprägt nochmal, ausgestanzt und geprägt, ein weißes Schleifenband dazu. Hier hinten den Hintergrund, hier eben von diesem Prägefolder eben auf die Negativseite genommen und Auflage in Basic Beige und auch das Designerpapier noch verwendet. Und ja, fertig war diese Karte. Das ist das eine Beispiel und das andere Beispiel ist dieser kleine Wimpel hier, den ich konzipiert habe und da habe ich das Vogelhäuschen verwendet. Da ist gerade ein Fussel drauf jetzt. Und da habe ich auch eben den Prägefolder hinten als Wimpel genommen und dann eben diese Stanzform mit dem Vogelhäuschen gemacht. Hier seht ihr dieses Brett in Holzstruktur nochmal und die kleinen Blüten, die Perlchen draufgesetzt und das Ganze dann eben miteinander verwendet. Hier ist das Band zum Einsatz gekommen in Blütenrosa. Und auch das eine schöne Idee, könnte man zum Beispiel auch zum Einzug so verschenken oder als Aufleger auf eine Karte. Oder man macht dieses Vogelhäuschen 3D, das würde auch funktionieren. Also ist wirklich ein schönes Set, was man vielfältig verwenden kann. Macht richtig Spaß. Ja, das war die Produktreihenkollektion Landhaus Glück. Dann gehen wir weiter zur nächsten Kollektion, voller Liebe und Schönheit nennt die sich.
und die findet ihr auf der Seite 54,55. Auch das wieder eine Produktreihenkollektion mit zwei Produktpaketen, die man aber selbstverständlich wieder einzeln kaufen kann. Einmal Flowers of Beauty, auch wieder ein Stempelset, allerdings diesmal ohne Sprüche, nur Blüten- und Blättermotive und ergänzende Stanzformen dazu. Das sind wieder 13 Stempel und die Stanzform zeige ich euch hier. Da haben wir wieder hier unsere Stanzen, die die Stempel ausstanzen sozusagen und ergänzende Stanzen. Hier einmal dieses Blattwerk. Dann haben wir hier diese kleinen Blüten, das sind hier diese langen. Da kriegt ihr auf einmal 8 Stück raus. Schön, um zum Beispiel auch eine Schüttelkarte oder so zu konzipieren oder so einen Blütenast zu machen damit. Und eine ganz große Stanze nochmal mit Blättern oder Strauchwerk oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist die eine Geschichte, Flowers of Beauty. Und da seht ihr halt, der Name ist Programm. Ihr habt hier die Blätter und dann Füllstempel dazu auch immer. Und hier diese Blüte und auch hier nochmal. Und dann kann man das miteinander super kombinieren. Das zweite Set aus dieser Reihe ist komplett anders. Liebe über alles nennt es sich. Und da habt ihr ein Set nur Sprüche drin und ein Set im Prinzip nur Kartenaufleger, also für Sprüche, sage ich jetzt mal, die Stanzformen sind alles Kartenaufleger. Bis vielleicht auf die kleinen hier, dieses Blattwerk und die kleinen Blüten, aber alles andere sind Stanzen für Sprüche. Und das ist auch ein schönes Set, kann man wieder zusammen kaufen mit 10% Rabatt oder einzeln. Und die Sprüche sind 25 Stück, wobei es sind auch einzelne Wörter dabei, ich muss es richtig sagen. Also wir haben Liebe, Vertrauen, ich hab dich lieb, Sieg über alles, also zum Beispiel Liebe siegt über alles, Glauben, das Wort Glauben, kleines Wunder, herzliches Beileid. Glauben heißt mit dem Herzen zu sehen, Grüße an die ganze Familie, gute Besserung, Frieden, Hallo. Für dich, nur für dich. Dann ist kein Ziel, sondern der Weg. Ne? Also ja, Frieden ist kein Ziel, sondern der Weg. Du schaffst das oder Hoffnung ist kein Ziel, sondern der Weg. Zum Geburtstag ganz viel Glück. Hoffnung heißt, auf den neuen Tag zu vertrauen. Das ergänzt sich halt dann alles immer miteinander. Du bist ein wahrer Segen, viele Segenswünsche, ganz viel Glück. In Gedanken bin ich oft bei dir. Alles Gute und mögen alle deine Wünsche wahr werden. Auch in einem schönen Schriftkombi, wieder gedruckte und Schreibschrift, finde ich immer ganz schön, wenn das so miteinander kombiniert ist. Und das ist eben dieses Set und einmal hier diese Stanzform, die ich euch selbstverständlich auch wieder ausgestanzt habe. Das Ganze, jetzt muss ich mal gucken, wie rum es gehört, so rum fange ich an. Ihr habt also hier zwei Kreisstanzen, ihr habt hier diese Stanze, der dann auch dieses kleine Etikett enthalten ist. Dazu sage ich euch gleich noch was. Wir haben hier dieses Blattwerk, dann habt ihr hier einen Rahmen, wo dieses Blattwerk mit dran ist. Ihr habt hier diese Blütenranken, dieses Oval mit den Blütenranken. Und wir haben hier hinten noch die Stanzform. Einmal diesen Aufleger, finde ich auch richtig schön. Dann diesen Rahmen und aus diesem Rahmen entstand eben dieser Aufleger. Auch wieder, den haut es dann einfach raus beim Ausstanzen. Den kann man ja auch mitverwenden. Ist fast wie so eine Spruchblase. Dann habt ihr diesen und diesen und das und diese. Und dann haben wir hier nochmal einmal als Rahmen und als Aufleger dann nochmal. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann das selbstverständlich auch übereinander kleben, miteinander kombinieren, hintereinander kleben, nur diese Rahmen verwenden. Zig Möglichkeiten, mit diesen Stanzformen zu arbeiten. Unabhängig auch von dem anderen Set, vielleicht einfach als Ergänzung oder als Basic, wenn ihr startet mit Stampin' Up, eine super Idee, habt ihr ganz viele Möglichkeiten, die Sprüche, die verschiedenen auch unterzubringen. Das sind die Produktpakete und dazu passend gibt es Designerpapier. Das nennt sich Voller Liebe und Schönheit, hat die Farben Sommerbeere, Calypso, Pfirsichcreme, Petunienpink, Rosé, Pfauengrün, Glücksgrün und Südseesommer. Und ihr seht, da sind eigentlich alle Incolor-Farben auch nochmal mit drin. Also das ist auch ein Papier, wenn ihr mit den Incolor-Farben arbeiten wollt, was ihr auf jeden Fall euch kaufen könnt, wenn euch Blüten und Strukturen gefallen. Wir fangen an mit dieser Seite. Dann gibt es dieses Motiv.
dieses. In dem Fall jetzt eines etwas kräftiger. Das ist das Rosé Pfirsichcreme. Dann dieses hier. Dann in Petunien Pink, Südseesommer. Und hier nochmal im Pfirsichcreme. Schon etwas kräftiger von den Mustern her. Aber auch da, wie gesagt, wieder die In-Color-Farben mit enthalten. 12x12 Inch, ihr kriegt wieder 12 Bögen, jeweils 2 von einem Design. Und dazu ergänzend gibt es noch das Glitzerpapier, was ich euch vorhin kurz vorgestellt habe. Das hole ich euch auch mal raus. Wo haben wir es denn? Hier. Nennt sich schimmernder Spezialpapier schimmernder Glanz Incolor. 5 Bögen, jeweils in jeder Farbe ein Bogen. Ich drehe es mal so rum, da habe ich schon ein bisschen geschnitten, dass ihr das besser seht. Also Glücksgrün, Pfirsichcreme, Südseesommer, Rosé und Petunienpink. Die sind auch etwas kräftiger, die Folien, glitzern aber nicht. Und Hintergrund ist weiß, sind etwas stabiler. Und da kriegt man auch wirklich ganz viele Sachen raus. Kommen, wie gesagt, 5 Bögen dann in einer Packung. Das ist dieses Glitzerpapier, wer das mag. Ergänzt dann das Designerpapier oder man kann es auch einzeln verwenden. Und dann gibt es noch in dieser Reihe noch diese bunten Steinchen, die ich euch vorhin bei den In-Color schon vorgestellt habe. Die gehören zu dieser Produktreihenkollektion auch dazu als Ergänzung. Und auch dazu habe ich 2 Beispiele gemacht. Zum einen diese Karte hier in etwas zarteren Tönen. Da habe ich jetzt fast alles verwendet. Hinten habe ich einen alten Prägefolder verwendet als Aufleger. Von der Struktur her fand ich den schön. Und dann habe ich hier die verschiedenen Stanzformen benutzt. Auch den Spruch aus dem Set. Und das ist die erste Karte. Und die zweite Karte, die ich gemacht habe, ist diese hier. Das ist eine Switchkarte. Die klappt dann so um. Und da seht ihr dann mal das Designerpapier in seiner Gänze. Und hier habe ich auch mit dem Glitzerpapier tatsächlich gearbeitet, so als kleiner Akzent. Hintergrundstempel noch verwendet aufs DSP. Und der Spruch ist aus einem anderen Set, Birthday Blooms for You. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, auch das in dieser Kombination eben nur in diesen Tönen gehalten, auch sehr schön. Das war die Produktreihenkollektion voller Liebe und Schönheit. Seite 55 und wie gesagt, ganz viele In-Color-Farben auch mit enthalten. Dann kommen wir zu einem Produktpaket. Das hat wieder so den Niedlichkeitsfaktor, wie ich immer sage. Die Kuschelgrüße, das seht ihr hier. Und ja, auch da waren ganz viele ganz schnell begeistert. Ich habe auch schon gesehen, es ist eins der Sets, wo es auch schon mehrere Beispiele zu gibt im Netz. Also das ja, greift wieder richtig an, dieses Set. Werden wieder ganz viele bestellen. Und ja, es ist einfach auch süß gemacht. Ihr habt eben jetzt hier 4 Tierstempel. Zum einen ein Hamster. Ihr habt die Walrösser, ihr habt eine Maus und ihr habt die Dachse. Und dann habt ihr hier noch einen Hintergrundstempel mit Herzchen und Sprüche. Also, lass dich drücken, ein Drücker auf Vorrat, knuddelige Grüße zu deinem Geburtstag und aus der Ferne. Das ist das Stempelset und da gibt es wieder passende Stanzformen. Einmal wieder die Stempelabdrücke ausstanzen und auch eigenständige Stanzen. Und auch hier habe ich das Beispiel wieder für euch. Ihr habt also jetzt hier eine Bogenstanze, hier aus einer Herzstanze. Da könnt ihr entweder das in der Karte eben so ausstanzen oder ihr könnt die Herzen einzeln kleben oder ihr könnt die Herzen als Schüttelkartenelement verwenden. Ihr habt hier für den Spruch eine Stanze, dann habt ihr hier die Blumen. Und zwar gibt es eine Stanze, die 2 verschiedene Größen auf einmal ausstanzt, das ist die hier unten. Und es gibt diese verschiedenen Blütengrößen auch nochmal einzeln, als Einzelstanze nochmal. Und ihr habt hier 2 ja, Herzstanzen, das sind aber können auch Tulpen sein zum Beispiel, die kann man jetzt hier eben da auch mit draufsetzen zu dieser Stiel, zu diesen Stielen, das sind die Stielen für die Blumen und unten das Gras. Und dann kann man entweder diese Blümchen hier draufsetzen oder eben diese Herzchen in Anführungsstrichen draufsetzen. Und hinten drauf seht ihr nochmal die Umrisse von den Stempelabdrücken, ne? Die Kuschelgrüße. Genau, das ist das Set und dann habe ich auch ein Beispiel für euch, für dieses Set.
Aber auf diesem Beispiel ist im Prinzip alles drauf oder fast alles drauf, was in diesem Stempel- und Stanzenset vorhanden ist. Und zwar ist es diese Karte. Da seht ihr die kleinen Walrösser, die da vorne sitzen, zu deinem Geburtstag. Knuddelige Grüße. Und ja, wie gesagt, die Walrösser. Dann habe ich hier die Blümchen verwendet, den Aufleger mit dem Spruch. Und hier unten seht ihr diese Herzchen oder Tulpen. Da habe ich einfach kleine Schmetterlinge draus gemacht. Und wenn man das Ganze öffnet, da kommen die anderen Gesellen zum Vorschein. Und die sind doch wirklich herzallerliebst. Die Dachse und auch der Hamster und die kleine Maus, die jetzt hier zum Beispiel ein Herzgirlande in der Hand haben. Und hier habe ich eben die Schmetterlinge nochmal ergänzt und auch die Blüten. Und ja, die machen wirklich Spaß, diese Gesellen. Und man kann sie vielfältig verwenden und ja, sind einfach niedlich gemacht. Soweit diese Idee zu diesem Set. Ein Tipp noch, wenn ihr die Walrösser koloriert, ich gucke immer im Vorfeld mir Fotos von Tieren dann im Internet an, wie die denn so aussehen und wie die gestaltet sind. Und bei den Walrössern habe ich festgestellt, dass die kein einheitliches Fell haben. Die sind also so gesprenkelt. Und da habe ich einfach mit den Stamping Blends gearbeitet, habe hier mit einem helleren Ton angefangen, den Grundkörper ausgemalt sozusagen, die Falten mit einem dunkleren Ton nachgefahren und dann bin ich nochmal mit dem helleren Ton aber so getupft drüber gegangen. Dadurch entsteht dann dieser ja, etwas unruhige Effekt, der dann aber dieses Fell ja dementsprechend dann auch hat und so kann man zum Beispiel das dann eben auch sehr lebendig gestalten. Ja, soweit diese Kartenidee, diese Peekaboo-Card mit den ganzen süßen Gesellen und knuddeligen Grüßen. Das ist das Set, findet ihr auf Seite 61. Ja, und dann geht es weiter auf die Seite 69 zum Produktpaket Spotlight on Nature. Gibt es wieder mit 10% Rabatt. Und das ist jetzt so ein Set, was man zwar miteinander verwenden kann, was aber nicht aufeinander abgestimmt ist, möchte ich mal sagen. Denn das Stempelset ist eigenständig. Die Stanzformen haben keine Stanzen drin, die diese Stempelabdrücke ausstanzen. Es ist ja wieder so ein Vintage-Set, würde ich sagen. Ihr habt nur zwei Sprüche, Dear Friend und Thanks. Die sind auf Englisch, aber das würde jetzt in dem Fall, glaube ich, gar nicht stören. Ihr habt dann eben diese zwei, also einmal diesen Blütenranke, dann hier diese Blätterranke, hier den Schmetterling und zwei Hintergrundstempel. Und eigentlich ja auch ein sehr schönes Set, was vielfältig einsetzbar ist. Und ihr habt eben diese Stanzform. Man kann das zusammen mit 10% Rabatt kaufen, aber eben auch einzeln erwerben, wenn man sagt, ich brauche jetzt nur diese schönen Stanzen. Das sind insgesamt 12 Stück. Ich hole euch die mal raus. So sehen sie aus, sind also wirklich nur diese Kreisstanzen drin, aber eben mit diesen verschiedenen Lochungen. Und damit ihr das euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie die ausgestanzt aussehen, so sind die Motive. Also ihr habt einmal diesen Strahlenkranz außen, ihr habt hier dieses Blätterwerk und ihr habt hier diese ja, Striche und Punkte außenrum. Und das ist nur ein Beispiel von den Motiven her. Ihr habt natürlich, wie gesagt, diese 12 Stanzen in verschiedenen Größen und verschiedenen Motiven. Und ihr könnt aber auch zum Beispiel so einen Ring gestalten, indem ihr dann die eine Stanze aus der anderen Stanze ausstanzt. Also das funktioniert auch super gut. Wie gesagt, da habe ich jetzt nicht alle ausgestanzt, das würde jetzt auch den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen, dass halt der dann auch größer da ist oder der dann eben nochmal größer und dann dementsprechend auch verwendet werden kann. Alles Kreise und beziehungsweise dann auch Ringe, das funktioniert dann eben auch. Und wie gesagt, ihr könnt diese Stanzen auch einzeln erwerben oder im Produktpaket, wenn euch das auch gefällt, mit dem Stempelset zusammen. Und auch da habe ich zwei Beispiele. Das ist die eine Karte, die wir an Onstage gebastelt haben. Da ist der Stempel mit der Blüte einfach Ton in Ton abgestempelt worden auf dem Farbkarton und dann hier unten das Stückchen eingefärbt worden mit den Blending-Pinseln. Jetzt habe ich es, so heißen sie. Und der Spruch, du ich einfach toll, der ist aus dem anderen Set, den ich euch schon vorgestellt hatte. Ein bisschen Band und Bling Bling drauf. Und fertig ist eine ja, wirklich schöne Karte. Und da seht ihr auch, wie diese In-Color-Farben miteinander super harmonieren. Gefällt mir wirklich gut. Und das ist ein weiteres Beispiel, wie man das zum Beispiel verwenden kann. Ein Beispiel, wie man es zum Beispiel verwenden kann. Genau, ihr wisst, was ich meine. Hier bin ich hergegangen, habe den Hintergrund geprägt, habe mir drei Kreise ausgestanzt.
zwei in der gleichen Größe, einen größeren und habe das Motiv überlappend gestempelt und dann mit unseren Aquarellstiften ganz zart koloriert. Man könnte jetzt auch mit den Stamping Blends arbeiten, aber ich wollte eben diesen zarten, natürlichen Look. Dann noch den Spruch, ganz viel Glück und ein bisschen Band, das ist auch älteres Band. Und auch diesen überlappenden Look fand ich eben auch ganz süß. Hinten noch diesen Farbkarton in Osterglocke als Farbakzent drauf und fertig ist die Karte. Es ist halt eben ein ganz zartes Motiv. Man könnte jetzt auch hier schön mit dem Basic Beige arbeiten, um es halt wirklich noch natürlicher wirken zu lassen. Das würde auch super funktionieren. Probiert es einfach mal aus. Es ist auch wirklich nicht schwer und ist ein ganz toller Effekt. Ich hätte jetzt auch hier oben noch den Kreis noch 3D kleben können. Kann man dann ein bisschen spielen. Die Beispiele zum Set Spotlight on Nature. Und damit komme ich auch schon zum letzten Set meiner Vororder. Das ist ein Hintergrundstempel. Leaf Collection heißt er. Und jetzt muss ich blättern und schauen, wo ihr den findet. Den findet ihr auf der Seite 91 im Jahreskatalog. Das ist also ein großer Hintergrundstempel, der eben einmal dieses Motiv komplett ausstanzt. Und da habt ihr eben wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt ihn einmal flächig abstempeln. Ihr könnt ihn mit den Blending-Pinseln kolorieren. Ihr könnt ihn mit den Stampin'-Write-Markern kolorieren. Ihr könnt ihn mit den Stempelkissen einfärben. Mit den kleinen Fingerschwämmchen könnt ihr ihn einfärben. Ihr könnt ihn einfärben und mit Stampin' Spritzer besprühen, dann habt ihr so einen Aquarelleffekt und den abstempeln. Oder ihr tut das Ganze embossen. Also mit diesen Hintergrundstempeln könnt ihr wirklich ganz, ganz viel machen. Sie gehen leider immer so ein bisschen unter im Katalog und ich muss zugeben, ich habe sie auch im Regal stehen und mache wenig damit, obwohl sie so vielfältig sind. Also vielleicht mal ein Aufruf an euch. Guckt doch einfach mal, sucht euch einen Hintergrundstempel auf. Es gibt mehrere im Katalog. Und sucht euch den aus, der euch am besten gefällt und experimentiert da mal so ein bisschen mit rum. Und da habe ich auch jetzt dann Beispiele für euch. Zum einen habe ich da Mini-Kärtchen gemacht. 3 Stück. Und da bin ich hergegangen und habe den Stempel mir einfach in 4 verschiedene Bereiche abgeklebt. Habe ihn dann unterschiedlich mit den Blending-Pinseln eingefärbt und abgestempelt. Dann hatte ich ja das Große, habe das dann runtergeschnitten und habe dann einfach dementsprechend Kärtchen gestaltet. Das ist zum Beispiel auch schön, wenn man mal für ein Geschenk oder eine Flasche Wein oder sowas so einen kleinen Anhänger braucht, könnte man jetzt hier noch lochen und eine Schnur dran machen oder mit so einem Clip befestigen. Man hat immer schön auch noch Platz für einen Spruch oder für ein Dankeschön reinzuschreiben. Und diese Mini-Kärtchen, die sollte man eigentlich immer irgendwie so parat haben, kann man immer gebrauchen. Und ihr seht, es ist der eine Stempelabdruck und aber 3 völlig verschiedene Karten, die ich damit gestaltet habe. Ihr könnt jetzt auch noch Bling Bling drauf machen, einen Spruch drauf machen, andere Farben wählen, ihr könntet einen Verlauf stempeln. Also ja, wie gesagt, versucht's, das ist wirklich nicht schwierig und diese Stempel, die verzeihen wirklich alles, auch wenn man da 3-mal drüber wischt oder so. Das ist wirklich, die sind sehr robust und da passiert dann auch nichts. Und ja, habt keine Angst, einfach mal was Neues auch auszuprobieren. Das ist, wie gesagt, dieses eine Beispiel mit den 3 Kärtchen. Oder aber ihr macht es so, wie ich es hier gemacht habe, eine Karte. Da bin ich einfach in Blau und Weiß geblieben und habe hier einmal die Grundkarte in Blau, einen weißen Aufleger, dann nochmal einen blauen Aufleger. Den habe ich Ton in Ton abgestempelt mit dem Hintergrundstempel. Dann habe ich den Stempel eingefärbt, habe auf Weiß gestempelt, mir das ausgeschnitten, die Motive. Und das Ganze auf einen weißen Aufleger nochmal drauf gemacht, mit Goldperlchen verziert. Und der Spruch Alles Liebe, der stammt aus dem Online-Exklusivset mit den vielen Sprüchen, die alle so geschwungen sind. Und fertig ist eine Karte. Die könnte man jetzt auch in sich verschiedenen Tönen machen, mit verschiedenen Sprüchen. Also das kann man zum Beispiel auch, wenn man es in Grautönen hält, auch als Trauerkarte schön verschenken. Ihr habt so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Nutzt es einfach und traut euch. Und es gibt keinen falschen, keinen richtigen. Und auch wenn es am Anfang nicht ganz so perfekt hinhaut, muss es auch gar nicht. Bei mir klappt auch nicht mehr. Also wenn ihr genau hinschaut, ich habe jetzt hier, der Stempelabdruck ist auch nicht ganz hundertprozentig geworden. Auch ich schmeiße mal was in die Ecke, weil es nicht klappt. Also ja, seid da wirklich mutig und versucht. Und je mehr ihr übt, umso besser klappt das Ganze ja auch. Und schließlich sind wir Demos ja auch noch da mit unseren Videos und wir zeigen euch gerne, wie es geht. Verzweifelt da nicht dran, wir waren auch keine Profis von Anfang an. Genau. Soweit die Beispiele von mir zum Jahreskatalog 24-25.
Da ist er nochmal. Innenseiten darf ich ja im Moment noch nicht zeigen. Das kommt dann erst wieder, wenn er online geht, zum 1. Mai. Wie gesagt, wenn ihr noch keinen Katalog habt, dann meldet euch gerne bei mir. Schaut auf meiner Homepage vorbei, www.stempelbund.de, da gibt es ein Formular. Oder ihr schickt mir ganz zwanglos eine Mail. Oder ihr könnt mir auch über Instagram schreiben. Ich schicke euch gerne den Katalog zu. Und vielleicht überlegt ihr ja auch, wenn ihr diese tollen Produkte schon länger kennt oder jetzt kennengelernt habt oder kennenlernen möchtet, einzusteigen. Dann könntet ihr zum Beispiel euch diese tollen Produkte auch so wie ich im Vorverkauf sichern, wenn ihr als Demo einsteigt ins Team Stempelbund. Nutzt es aus, ihr habt dann immer auch einen Preisvorteil und man hat eben ganz viele Möglichkeiten, kriegt ganz viele Schulungsmaterialien. Es lohnt sich wirklich, als Demo einzusteigen und wir würden uns immer über Zuwachs im Team auch freuen. Und ja, liebe, was du tust, das tun wir alle, wir Demos. Und vielleicht können wir euch dazu ja auch ein bisschen inspirieren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ich ganz besonders, wenn du oder wenn ihr euch dem Team anschließen würdet. Wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, jederzeit entweder nachlesen auf meiner Homepage stempelbund.de oder auch einfach mal eine kurze Mail oder einen Anruf, dann erkläre ich euch gern die ganzen Sachen, was ihr da beachten müsst. Es ist gar nicht viel und die Hürden sind nicht wirklich groß. Also, guckt da euch einfach, wenn ihr neugierig geworden seid, schaut euch das doch einfach mal an. Und ansonsten freue ich mich über eure Bestellungen, über eure Ideen mit den neuen Produkten dann. Und ich bin mir sicher, es werden jetzt auch wieder ein paar mehr Videos von mir folgen. Wie gesagt, die familiäre Situation ist etwas angespannt wieder. Ja, man kann sich's nicht aussuchen. Ich gebe mein Bestes, ihr wisst es von mir, dass ich nichts gerne einfach liegen lasse oder nicht mache. Und bin euch so dankbar, dass ihr mir immer die Treue haltet, mir schreibt, was ist mit dir los? Es ist auch einfach schön, wenn man merkt, man ist nicht vergessen und man ist den Menschen auch wichtig. Oder jetzt gerade auch heute wieder eine Mail erhalten. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen, dass du da bist und dass du das alles immer so toll machst. Und das geht dann eben runter wie Öl, gerade wenn es einem nicht so gut geht. Und ja, danke euch allen, die immer meine Videos ganz brav und treu schaut und die tollen Kommentare und ja, oder auch die kleinen Kärtchen zwischendurch, die kleinen Geschenke, die da kommen. Das macht einfach ganz viel mit mir und ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön. Ich freue mich auf die neuen Produkte, ich hoffe ihr auch und eine spannende Reise geht wieder los mit dem neuen Katalog. Es läuft ja auch noch der Ausverkauf, denkt da dran, wenn ihr euch noch Schnäppchen sichern wollt, es ist noch einiges da, dann schaut doch einfach mal rein im Ausverkauf. Ihr kriegt auch von mir eine kleine Überraschung, wenn ihr jetzt im Ausverkauf bei mir bestellt. Das ganz nebenbei. Und es gibt auch viele Produkte, die jetzt einzeln dann in den Jahreskatalog übernommen werden, aber jetzt noch als Produktpaket mit 10% Rabatt erhältlich sind. Also auch da lohnt sich vielleicht mal ein Blick nochmal. Und ja, wie gesagt, freue mich auf eure Bestellungen, freue mich dann auf, mit den neuen Sachen auch für euch zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren. Wie immer, gerne gehört euer Favoriten oder was euch besonders gut gefallen hat, was euch gar nicht gefällt. Das ist auch immer ganz wichtig zu wissen. Und ja, wie gesagt, freue mich über jedes Feedback, über jeden Klick, über jeden Aufruf und ein Like oder Kommentar. Und ja, ansonsten bleibt gesund, bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Macht's gut dahin. Ciao, ciao.